Ich bin noch nicht bereit, ein Motorrad zu fahren. Wie war nochmal dein Name? Ich bin Ed. Danke, Ed. Ich bin Faye. Wenn du mir etwas Eis bringen könntest. Wie hat sie das gemacht? Warte mal, wer hier ist. Es ist so. Ich würde dich gern wiedersehen. Oh, ich habe wohl einen Ohrring verloren. Falls du den findest, rufst du mich an. Vielleicht. Mal sehen. Mom, tut mir leid. Ich wollte nicht. Es ist nicht deine Schuld, Schätzchen. Nur, wenn Daddy traurig ist, wird er eben wütend. Du wirst niemals so traurig oder wütend werden. Versprochen? Versprochen. Ich hatte so Durst. Ich habe so ein großes Glas Wasser auf Ex getrunken, Mom. Thank you.
Schön, Sie kennenzulernen, Ed. Ich bin Dr. Lawrence. Doktor. Sie haben eine Stunde. Eine. Erbärmlich. Springe auf B6, Sam. Du bist immer noch am Arsch. Wo willst du denn hin? Ich hab dich was gefragt, Eddie. Wo willst du denn hin? Glaubst du etwa, dass wenn du da rausgehst und dich der Welt stellst, dann macht dich das zu jemandem? Ah, von wegen. Ich kenne dich, Kleiner. Du bist ein Wrack, so wie ich. Du taugst nichts. Wie man jemanden liebt, ohne ihn zu verletzen. Du verderbst alles, was du anrührst, weil du dich für niemanden wirklich interessierst. Nur für dich selbst. Und dann Schmerz. Du bist wie ich geworden, Kleiner. Ich lass nicht zu, dass du losgehst und Leute verletzt, so wie ich. Mach deinem erbärmlichen Leben ein Ende. Ed, Schätzchen! Du bist ja endlich wieder draußen. Gib deiner Tante einen Kuss. Ich wusste, zusammen schaffen wir das. So wie schon beim letzten Mal. Das ist Dr. Lomas Triumph.
nicht unserer. Eddie, Schätzchen, darüber haben wir doch schon geredet. Vielleicht solltest du dich kurz hinlegen. Mir geht's gut. Ich muss mich nicht hinlegen. Ist nur so, dass ich gern reden würde über... Hast du schon gefrühstückt? Möchtest du etwas Saft und Toast? Warum hast du mich das alles vergessen lassen? Was Dad getan hat? Eddie, was hab ich dir immer gesagt? Manche Dinge bleiben besser unausgesprochen. Oder möchtest du lieber Eier und Speck? Als Mom und Dad tot waren und du mich mit nach San Bernardino genommen hast, ich weiß noch, dass du mir jeden Abend erzählt hast, wie sehr sich Mom und Dad geliebt haben. Wie beide zusammen mit Jenny von den Sternen zu mir hinunterschauen. Glücklich, mich glücklich zu sehen. Denn ich musste glücklich sein. Mir ist klar, warum du das gemacht hast. Aber diese verdrängten Erinnerungen haben mich langsam von innen aufgefressen. Ich bin müde. Ich werde mich für eine Weile hinlegen. Tante Claire. Ja. Es sind Eier im Kühlschrank und genug Orangen. Nach dem Nickerchen mache ich 3 Bohnen-Chili. Wir hatten das erst neulich. Aber das ist dein Lieblingsgericht. Also Tante Claire! Bitte, Tante Claire. Ich weiß nicht, was mit deinem Dad passiert ist, wirklich nicht. Oder was ihn so verändert hat. Das ging alles so schnell. In ein paar Monaten. 2 Jahre, bevor alles aus war. Ohne Grund, ohne Erklärung. Deine Mutter und ich, wir haben alles versucht. Wir haben mit ihm geredet. Ihn angebettelt, angefleht. Wir haben ihn unterstützt. Hilfe geholt. Aber am Ende haben wir ihn verloren. Deine Mom hatte nur noch dich. Und die Hoffnung, dass ihr auch trotz alledem noch glücklich sein könntet. Und als wir sie verloren, ich gab mein Bestes. Ich lege mich besser ein Weilchen hin. Ich schätze, sie braucht etwas Zeit für sich. Boss, wir haben den Efeu von der Wand gerissen. Sollen wir den woanders hinpflanzen oder... Verbrennen.
Springer auf B6, Sam. Du bist immer noch am Arsch. Junge, weißt du nichts mehr von dem, was ich dir damals beigebracht habe? Hä? Warum vergesse ich das immer mit den Rochaden? Angriff ist die beste Verteidigung, okay? Der Trick ist, immer einen sicheren Ort für die wertvollsten Figuren zu haben. Ohne Risiko macht's keinen Spaß. Ohne Figuren gibt es kein Spiel. Was ist? Ziehst du jetzt oder nicht? Du weißt schon, dass dich alle für den Grandler des Countys halten. Du lenkst mich nicht ab. Nein, ernsthaft, ich hab das nie kapiert. Ich kapier eh nie was. Ich bin ein ungebildeter Bauernlöbbel. Ich kapier nicht mal, warum dich alle für den County-Eremiten halten. Vielleicht können wir uns deswegen gegenseitig ertragen. Wir sind uns ähnlicher, als es scheint. Träum weiter. Übrigens, ich weiß, es ist nicht dein Geburtstag oder so, aber... Habt es neulich in dem Antiquitätenladen-Ecke East Main gesehen. Und da dachte ich so, tja, Frankie Lane, Schach, also, keine Ahnung. Ist ein wertvolles Stück, also, naja, verwahr es an einem sicheren Ort. Weißt du was? Anfang der 80er war ich davon überzeugt, dass uns der Russe alle wegbombt. Du weißt schon. Also habe ich einen Bunker unter der Ranch gebaut. Habe ich ganz alleine gemacht. Ohne fremde Hilfe. Das wusste ich doch schon. Was? Wie? Sorry, kleiner Scherz. Jedenfalls, da passen bis zu 7 Leute rein. Fließend Wasser, eigene Energieversorgung. Keiner weiß davon. Nicht mal mein Neffe Adam. Nur Esther und ich. Warum erzählst du mir das dann? Sieh uns doch an. Was? Was meinst du, Sam? Keiner von uns hat... Ich meine... Uns fehlt beiden... Wir sind eine Familie. Was das angeht, es gibt da eine... Nein. Was nein? Seit wann weißt du es? Seit Esther dich vor dem Laden gesehen hat. Sie hat auch die Windeln gesehen. In deinem Kofferraum. Ich habe sie eine Woche zurückgehalten, damit sie dich nicht mit Fragen löchert. Also, ich habe da vor einiger Zeit eine Frau getroffen und... nein. Das Baby ist... ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Nur keine Eile. Lass dir Zeit, Junge. Denk nur dran, wenn der Russe mal wieder spinnen sollte. Die Frau, das Baby und du. Ihr seid alle in den Bunker eingeladen.
Wie auch immer, Junge, du bist dran. Machst du jetzt deinen Zug oder nicht? Danke, Robert, dass du sofort gekommen bist. Ja klar, ich habe gleich den ersten Flug genommen. Was immer du brauchst. Robert, das ist Sheriff Nick Reyes aus Cerro Lake. Angenehm. Bitte. Also, was ist so dringend? Geht's hier um Ed? Geht's ihm schlechter? Robert, das mag jetzt etwas seltsam klingen, aber weißt du, ob Veronica eine unverwechselbare Narbe hatte? Was? Ich weiß nicht. Warum fragst du mich sowas? Mr. Kerrigan, wir fragen nach einer bestimmten Narbe auf der rechten Gesäßseite. Hat so viel gebellt. Schätzchen, du darfst nicht einfach so bei den Cerneys auf den Hof. Und du kannst dir erst recht nicht einfach so Skippy mitnehmen. Ihm war heiß. Er ist ein Welpe. Liebes, er kann noch nicht schwimmen. Und dieser Pool ist wirklich, wirklich tief. Herrje. Wäre ich nicht da gewesen? Miss Sunny hat gesagt, ich bin verrückt. Du bist nicht verrückt, Liebes. Sie war nur sauer und hat Sachen gesagt, die sie vielleicht nicht hätte sagen sollen. Mehr nicht. Aber die lässt mich nicht mehr mit Skippy spielen. Sie ist ein blöder alter Pups. Schätzchen, sie hatten nur Angst. Mehr nicht. Sie dachten, du tust dem Hündchen weh. Aber ich... Versetz dich doch mal für einen Moment in ihre Lage. Stell dir vor, jemand nimmt dich mit in den Park, ohne erst deinen Dad zu fragen, weil der gerade nicht da ist. Und sagen wir mal, dass du, Gott behüte, von der Rutsche fällst und dir weh tust. Würde dein Daddy dann nicht sagen, dass sie oder er nicht mehr mit dir in den Park dürfen? Du darfst das Daddy nicht sagen. Ich will das nicht. Ich kann deinen Dad nicht anlügen. Und wir sollten immer die Wahrheit sagen. Ich schwör's, ich tu's nie wieder. Versprochen. Bitte, bitte, bitte. Ach, Schätzchen. Wenn ich's ihm nicht sage, erfährt er's von jemand anderem. Okay, hier ist mein Plan. Ich wasche die dreckigen Handtücher und du überlegst, was du essen möchtest. Und dann zaubere ich dir was Leckeres. Was meinst du?